Hallo allerseits, es ist soweit, Leute. Wir machen jetzt unsere tägliche Leseübung. Und ja, wir sind schon in der Webseite von Deutsche Welle, langsam gesprochene Nachrichten. Und wir lesen die Nachrichten von heute, der 27. Januar 2022. Ich klicke hier und vergesst ihr nicht, dass ich die Links in Infobox gestellt habe. Also, jetzt, das ist das Video, aber wir schauen uns das Video nicht an. Was wir machen, ist die Leseübung. Fangen wir jetzt an. Kleine Fortschritte im Normandie-Format. Bei Verhandlungen in Paris oder bei Verhandlungen in Paris zur Lösung ihres Konflikts haben sich Russland und die Ukraine erstmals seit 2 Jahren auf eine gemeinsame Erklärung verständigt. Darin bekennen sich beide Seiten zu der 2020 vereinbarten Waffenruhe. Die Gespräche fanden im sogenannten Normandie-Format statt, bei dem Deutschland und Frankreich als Vermittler dabei sind. Die französische Regierung wertete das Treffen als schwierig, sprach aber von einem guten Ergebnis. Die Beratungen sollen in 2 Wochen in Berlin fortgesetzt werden. Gehen wir weiter mit dem nächsten Absatz. Weitere Omikron-Impfstoffstudie. Der US-Pharmakonzern Moderna hat mit der klinischen Erprobung eines speziellen Impfstoffs gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus begonnen. Nach Unternehmensangaben sollen insgesamt 600 Erwachsene an der Studie teilnehmen. Sowohl doppelt Geimpfte als auch Geboosterte. Einen Tag zuvor hatten die Moderna Konkurrenten BioNTech Pfizer angekündigt, mit der Rekrutierung von Versuchspersonen für einen Omikron-Impfstoff begonnen zu haben. Beide Vakzine basieren auf der sogenannten mRNA-Technologie, die vergleichsweise schnell an neue Virusvarianten angepasst werden kann. Dann die nächste Nachricht. Mehr als 200.000 Neuinfektionen in Deutschland. Exakt 2 Jahre nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland befindet sich die Zahl der Neuinfektionen auf einem Rekordniveau. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 203.136 neue Ansteckungen übermittelt, so viele wie nie zuvor. Die 7-Tage-Inzidenz kletterte auf den Rekordwert von 1017,4. Am 27. Januar 2020 war bei einem Mann aus Bayern erstmals das Coronavirus hierzulande bestätigt worden. Seitdem wurden in der Bundesrepublik mehr als 9 Millionen Infektionen registriert. Mehr als 117.000 Menschen starben an Covid-19
oder in Zusammenhang mit dem Virus. Das war die Lage in Deutschland. Also gehen wir weiter. Gedenken an NS-Opfer. Der Deutsche Bundestag erinnert am Donnerstagvormittag an die Opfer des Nationalsozialismus. In der Gedenkstunde zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz werden die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher und der israelische Parlamentspräsident Michael Levy ans Rednerpult treten. Auch in Polen wird an den Beginn der systematischen Ermordung von Millionen europäischer Juden erinnert. Wegen der Corona-Pandemie kann bei den Feierlichkeiten auf dem ehemaligen KZ-Gelände in Auschwitz nur eine kleine Gruppe von Gästen anwesend sein. Nordkorea testet offenbar erneut ballistische Raketen. Nordkorea hat laut Südkorea erneut ein Geschoss in Richtung Meer abgefeuert. Das Geschoss sei in Richtung Osten geflogen, teilte Südkoreas Generalstab mit. Es handelte sich offenbar um den sechsten Raketentest Nordkoreas in diesem Jahr. UN-Resolutionen untersagen der selbst erklärten Atommacht die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Zuletzt hatte das Land laut Angaben Südkoreas am Dienstag bei zwei mutmaßlichen Marsch Flugkörper abgefeuert. EU-Staaten fordern Kurskorrektur von Regierung in Bamako. Die Entscheidung Malis, dänische Soldaten des Landes zu verweisen, sorgt für Unverständnis in der Europäischen Union. Die Regierung des westafrikanischen Krisenstaates hatte den Schritt damit begründet, dass den Truppen aus Dänemark oder aus Dänemark nicht erlaubt worden sei, an der internationalen Antiterrormission teilzunehmen. Frankreich und 14 weitere EU-Länder haben Mali jetzt aufgefordert, die dänischen Streitkräfte nicht zum Abzug zu zwingen. Ihre Präsenz sei für den Kampf gegen den Terrorismus im Norden des Landes entscheidend. Auch deutsche Soldaten sind dazu in Mali im Einsatz. So, wir sind gekommen auf dem letzten Absatz. Prinz Andrew fordert Zivilverfahren. Im Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe will es der britische Prinz Andrew einem Geschworenenprozess stellen. Das geht aus einem Dokument hervor, das seine Anwälte vor Gericht in New York oder eingereicht haben. Der 61-Jährige wehrt sich gegen die Klage einer US-Amerikanerin, die angibt, als Minderjährige vor 2 Jahrzehnten von Andrew mehrfach missbraucht worden zu sein. Sie fordert Schadenersatz. Sie fordert Schadenersatz. Gegen den britischen Prinzen gibt es bisher keine offiziellen strafrechtlichen Ermittlungen. Ein Zivilprozess könnte im Herbst be oder beginnen. Also, das war die Nachrichten für heute.
Und wir machen nochmal diese Leseübung morgen. Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.